Hallo, auch bei den fünf Meerschweinchen von meiner Tochter ist Ostern und sie haben ein Osternest bekommen. Und hier vorne, das war als erstes die Brunhilde am Nest. Und wem auffällt, die Brunhilde, die hat schwere Atmung, also viel schwerer geht die Atmung, sieht man am Bauch. Und wir waren am grünen Donnerstag beim Tierarzt gewesen. Sie hat eine Lungenentzündung und hat Spritzen bekommen und Medikamente. Und jetzt geht es ihr aber langsam schon besser. Die Atmung sieht man noch, dass es anders ist wie bei den anderen Meerschweinchen. Aber sie frisst. Sie hatte ja auch knapp 100 Gramm abgenommen. Aber jetzt, sie frisst super. Und ich hoffe, es geht aufwärts. Und beim Tierarzt hat man natürlich wieder so einige Sachen miterleben können und mitgehört. Da war auch eine Dame mit zwei Meerschweinchen vom Tierschutz im Wartezimmer. Und die hat zwei Meerschweinmännchen in der Box gehabt, die total vermilbt waren. Und nicht, dass das schon schlimm genug war, kann ja mal passieren. Aber die sind ausgesetzt worden, wieder mal in einem Schuhkarton vom Container, vom Papiercontainer. Und eine andere Dame hat die gefunden und eben dem Tierschutz übergeben. Also wieder mal ein furchtbares Ende für solche Meerschweinchen. In der Hoffnung, dass es ihnen bald besser geht und dass sie erfolgreich vermittelt werden in ein besseres Zuhause. Das zeigt mir wieder oder sagt mir wieder mal das Gleiche wie Weihnachten. Zu Ostern werden auch so viele Häschen und Meerschweinchen verschenkt, weil jetzt geht ja die Gartensaison wieder los, dass man die Tiere dann auch draußen haben kann. Und dann im Herbst, wenn es kälter wird, dann weiß man nicht wohin mit den Tieren und dann werden die einfach ausgesetzt. Also es gibt immer noch Leute, die unvernünftig sich Tiere anschaffen. Und ja, ich hoffe, Sie finden alle ein gutes Zuhause. Es gibt dann immer zum Nachdenken solche Situationen, solche Sachen. Und auch ein Kind hat bei uns reingeguckt in die Box, wo wir die Brunhilde beim Tierarzt hatten und hat auch gleich gesagt, ein Hase. Also viele, gut, beim Kindern kann man es noch verzeihen, aber Erwachsene, die wissen auch nicht, ist es Hamster, gerade wenn es Babymeerschweinchen sind, wird dann oft zu den Meerschweinchen Hamster gesagt. Auch bei eBay Kleinanzeigen habe ich schon die Anzeige gesehen, Hamster zu verkaufen und dabei war es ein Meerschweinchen. Also der gute Mann, der wusste gar nicht, was er überhaupt im Stall sitzen hat. Dementsprechend war der Stall auch klein geraten. Also lauter solche traurigen Schicksale. So, die haben hier schon mal fleißig alles zerlegt. Und jeder versucht auch irgendwie hier in dieses Nest wieder reinzukriechen. Also das gleiche Video haben wir auch mit den meinen sieben Meerschweinchen gemacht, was bestimmt manch einer von euch auch schon gesehen hat. Die das erste Video mit meinen sieben Meerschweinchen nicht gesehen haben, wünsche ich auch nochmal frohe Ostern. Viel Spaß beim Osternester suchen. Und ich hoffe, dass nicht allzu viele Tiere wieder sinnlos verschenkt werden oder sich angeschafft werden, wo man sich dann nicht gescheit drum kümmert, wo dann bei Zeiten die Lust dran verloren geht. Besonders bei Kindern, wenn man es Kindern schenkt, die haben ja dann oft schnell die Lust verloren. Aber das sind immer solche Schicksalsgeschichten. Ich hoffe, der Brunhilde geht es bald besser. Wie gesagt, an einem Tag hat man dann schon Erfolge gesehen von den Medikamenten. Hier sieht man es vielleicht noch mal. Aber sie frisst und wie man sehen kann, also so würde man es ihr gar nicht anmerken, dass sie irgendwie ein Problem hat. Aber es war gut, dass man es vor den Feiertagen noch bemerkt hat,
dadurch, dass die ja bei uns im Haus wohnen, hat man ja, kriegt man ja alles mit. Man hat sie ja mehr unter Kontrolle, als wenn sie jetzt nur draußen wären. Also, das sollte es für heute gewesen sein. Schöne Ostern für euch. Und bis später einmal mit der guten Nachricht, dass Brunhilde dann wieder vollkommen genesen ist. Das wollen wir doch hoffen. Und hier eine Metti im Heu, mit der sagen wir dann Tschüss. Und Tschüss.